Willkommen zu einer Mod-Vorstellung für den American Truck Simulator. Ich habe die unglaubliche Ehre, euch zu zeigen, die spitzenmäßige, die grandiose, die exklusive, was sag ich, die weltexklusive, was sag ich, die universumsexklusive Games Planet Lackierung, die ihr euch runterladen könnt für den Peterbilt 579. Wir gehen jetzt erstmal in den Mod-Manager rein, da zeige ich euch das. Ihr habt die SCS-Datei, die ihr runterladen könnt. Die habe ich verlinkt unten in der Videobeschreibung und die legt ihr in den Mod-Ordner erstmal rein. Wo der genau ist, das erklärt euch eine beiliegende README. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, liegt diese Mod hier auf dem Häufchen, wo die ganzen anderen Mods landen irgendwie. Nur sind die noch nicht aktiviert und die müsst ihr mit Doppelklick hier, also zweimal Linksklick aktivieren und dann landet die da drüben und ist damit aktiv, wenn ihr nicht vergesst, diese Änderungen zu bestätigen hier. So, dann gehen wir gerade mal in das Spiel rein und schauen uns die Mod da wirklich an. Die wurde gemacht von Heiner Schmidt an der Stelle. Vielen Dank an Heiner Schmidt für diese Lackierung. Ihr seht, die ist gemacht ursprünglich für diese kleine Ausführung des Führerhauses, für die kleinste. Ich zeige euch das dann gleich mal. Ihr müsst ja sowieso erstmal zu einer Werkstatt fahren. Ich stehe jetzt hier schon, wie durch einen Zufall, auf einer Werkstatt, weil ich das natürlich vorbereitet habe. Ihr seht rechts unten dann also per Eingabe, könnt ihr dann in die Werkstatt reingehen. Dann geht ihr auf Aufrüstung. Und dann geht ihr auf diesen Menüpunkt Lackierarbeit. Dann taucht die Games Planet Lackierung hier auf für den Spottpreis von 5 Dollar. Ja? Und im Prinzip nur draufklicken und dann bestellen und dann habt ihr die. Und ihr seht, die ist richtig cool hier mit Flammen und hier mit Totenschädel. Also ja, sieht mächtig böse aus, finde ich. Jetzt noch ein Wort zu den anderen Führerhäusern. Das hier ist wie gesagt die Duty Cabin, das ist die kleinste. Dafür wurde diese Mod konzipiert. Bei den anderen geht's auch, aber jetzt müsst ihr mal aufpassen, wir machen das jetzt mal probehalber. Bei der Stand-Up-Sleeper passiert folgendes, wenn ihr die Lackierung auswählt, dann seht ihr, dann fehlen da oben die Flammen. Das ist nicht ganz so schön, aber ich finde, es sieht immer noch gut aus. Und dann haben wir das andere Führerhaus, das ist das High-Rise Sleeper, das ist ja das größte, das klobigste und das werde ich euch auch mal kurz zeigen. Dann sieht das hier so aus, auch nicht schlecht, da oben ist so ein kleiner Bug dann, da ist eben die Flamme nur auf der einen Seite, seht ihr ja, und auf der nicht. Also am besten ist es, wie gesagt, ihr nutzt die für die Duty Cabin, weil dafür ist sie gemacht und ja, da die schauen wir uns dann gerade nochmal im Spiel an. Bestellen, so viel Zeit muss sein. Und jetzt sind wir drin. Ich steige aber kurz aus. Wenn ihr was im Hintergrund klappern hört, dann ist das mein Lenkrad, das ich angeschlossen habe, aber gerade über Tastatursteuer. Okay, ich gehe ja mal in den Fly-Modus. Da habe ich euch auch schon mal ein Tutorial gezeigt, wie das geht. Und da seht ihr in der ganzen Pracht. Ich lasse mal an. Vielleicht noch gerade mal ein bisschen Licht hier, ne? So. Und dann schaut euch das an. Also ich finde es wirklich gelungen. Und ich würde sagen, wir fahren das Ding jetzt nochmal ganz kurz zur Feier des Tages. Showcase-mäßig. Und jetzt wird es gleich mächtig klappern, wenn ich hier über den Bordstein rolle. Mein Lenkrad. Ja, ihr habt es gehört, ne? Aber zu Demonstrationszwecken spiele ich jetzt hier gerade nur kurz mit der Tastatur. Also, wenn ihr die haben wollt, Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Mit dabei eben, wie gesagt, eine ausführliche README. Die auch, glaube ich, Laien verstehen, wie ihr das Ding installiert kriegt. Und dann könnt ihr damit rumfahren. Und ich bin schon mehrere Stunden damit gefahren. Ich finde es einfach nur geil. Danke fürs Zuschauen und tschö, tschö.